Hallo und herzlich willkommen, meine Genossen. Mein Name ist Dennis und heute zeige ich euch, wie ihr bei Call of Duty Black Ops 3 Zombies richtig dashboardet und somit eure Kaugummis behalten könnt und eure Runde in der Bestenliste speichern könnt. Im Video seht ihr gerade, dass ich 36 extra süchtig habe, 302 alles muss raus, 15 mal Rundenklau, 7 mal Machtvakuum und 13 mal Regentropfen. Ich werde jetzt jedes Kaugummi einmal nehmen, um euch zu beweisen, dass ich wirklich jedes Kaugummi einmal hatte und somit die auch abgezogen werden im Spiel. Und dann werde ich euch zeigen, wie ich dann dashboarde und diese Kaugummis behalte. Wenn ihr jetzt in irgendeiner Gefahrensituation sein solltet, beziehungsweise kurz vorm Tod seid, müsst ihr so schnell wie nur möglich das Spiel pausieren, Dreieck drücken und einfach einem Teamkameraden oder Kollegen nachjoinen. Und hier habt ihr jetzt nochmal den Beweis, dass ich alle Kaugummis behalten habe, nachdem ich sie eingesetzt habe und gedashboardet bin. Also man behält immer alle Kaugummis und alle Runden, wenn man so dashboardet, wie ich es euch gerade gezeigt habe. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da. Wenn ihr neu sein solltet und euch dieser Trick gefallen hat, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke. Das war's von mir. Bis zum nächsten Video und ciao.